Ich sag Josa das nicht, dass mich das vielleicht auch mitnimmt, wenn Leute über ihn sowas schreiben oder erzählen, weil ich natürlich ihn nicht noch mehr belasten will, weil ich weiß, wenn er weiß, mich belastet das, dann geht es ihm noch schlechter. Deswegen habe ich ihm nie gesagt, dass ich das natürlich lese und es mich auch mitnimmt, weil ich nicht sehen kann, wie es ihn fertig macht. Und es hat ihn schon fertig gemacht, weil es teilweise sehr persönlich wurde, nicht mehr fair war. Also klar ist für mich persönlich auch, dass ich all das, was geschrieben, was gesprochen, was gesagt wurde, so nicht stehen lassen kann, so auch nicht stehen lassen möchte. Da sind wirklich ein paar Dinge oder viele Dinge passiert, die so nicht richtig sind, die auch angesprochen werden müssen. Dass dann die Presse bei meinen Eltern klingelt, dass sie so weit gehen, dass sie selbst zur Beerdigung von meinem Opa erscheinen, das finde ich, das hat jegliche Grenzen überschritten und das sind dann schon Dinge, die einen brutal nachdenklich machen. Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Bettina Schausten. Guten Abend. In der Berliner Bundespressekonferenz geht es eher selten um Fußballer. Heute gab es Anlass. Die Bundesregierung ließ mitteilen, man hoffe darauf, dass sich Nationalspieler Joshua Kimmich doch noch impfen lasse.